So, liebe Leute, hallo und willkommen zurück zur neuen Folge von Gothic 1. Ja, so neu ist es nicht, sagen wir zur nächsten Folge. Ich habe jetzt den Weg hierher zum Sumpflager schon mal hinter mich gebracht, habe den guten alten Dusty mitgebracht, der ja gerne das Lager wechseln wollte, und habe jetzt auch ein bisschen Erz im Gepäck. Das habt ihr ja in der letzten Folge noch gesehen, dass ich das gehandelt habe. Und jetzt habe ich hier die wunderbare Aufgabe, ja, noch ein paar Bals davon zu überzeugen, dass ich der Richtige für das Lager bin, und das machen wir jetzt. Okay, vorher möchte ich allerdings von dem guten alten Templer noch eine Rüstung kaufen. Moment mal, was sagt denn der da? Ich weiß gar nicht. Hier als Wächter der Bruderschaft. Ich habe eine wichtige Aufgabe bekommen. Der Erleuchtete und seine Jünger verlassen sich auf mich. Mein vorheriges Leben gehört der Vergangenheit an. Ab jetzt bin ich ein Gornar, ein Templer des Schläfers. Gornar. Sehr schön. Okay, und du? Du hast doch eine Rüstung für mich, oder? Ich brauche eine Rüstung. So eine Templerrüstung, wie ich sie trage, musst du dir... Immerhin, besser als nicht. Umsonst? Nee, es ist doch Feuer, oder? Na egal, wir nehmen es einfach mit. Gib mir den Rock. Dieser Rock kann dir das Leben retten. Ich stehe auf Rock. Yeah. Ja. So, okay, zurück. Wir schauen mal kurz, wo ist denn das Ding? Hier. Schutz vor Waffen 15 und vor Feuer 10. Gut, jetzt sehe ich nicht mehr ganz so albern aus. Warum ändern sich meine Schultern, wenn ich das anziehe? Na gut, wenn man einen Rock anzieht, hat man andere. Na okay, ist egal. So, das hatten wir schon, mit Balnamib haben wir gesprochen. Jetzt bringen wir den guten alten Dusty zu Baal Tondral. Hallo, kommst du mit? Komm mal her, Kollege. Das Problem ist, bei den ganzen... Lauf mir mal hinterher, Quest, oder geh mal vorne weg. Kann das öfters mal passieren, dass die Leute irgendwo festhängen bleiben und sich dann, naja, nicht wegbacken, sondern sich dann aus dem Staub machen, dass sie dann plötzlich woanders rumrennen und versuchen, einem hinterher zu laufen. Und sowas kann immer sehr, sehr frustrierend sein bei diesem Spiel. Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig und sehr aufmerksam, wenn die Leute mir hinterherlaufen müssen. Und versuche sie auf keinen Fall aus den Augen zu verlieren. Ja, der ist noch da. Sehr gut. Wir haben es auch nicht mehr sehr weit, bis zu dem guten alten Baal Tondral. Und dann hätten wir diesen nervigen Quest mit dem Folge mir das, die auch hinter uns gebracht. Die Hälfte davon habt ihr eh nicht gesehen, weil ich sie ja aus der Folge rausgeschnitten habe, um eben diesen Mist ein bisschen zu sparen, dieses viele Gelaufe. Aber das ist alles halb so wild. So, wie sieht's aus, Dusty? Jawohl, du bist immer noch an meinem Arsch. Nur nicht zu nah, also alles dufte. So, komm mal her, Kollege. Baal Tondral. Ich habe hier jemanden, der dich kennenlernen möchte, 500 EP, wow. Wen bringst du zu mir? Ist er würdig? Er bedarf sicherlich nach eurer geistigen Führung, Meister. Gut. Von heute an soll er zu meinen Schülern zählen. Von heute an wirst du dich täglich vor meiner Hütte einfinden und meinen Worten lauschen. Deine Seele ist noch zu retten. Meister, ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich brauche eure Stimme. Du hast dich, hey, Eric, als würdig dich erwiesen. Kor Kalom soll dir die Robe geben. Der Offizielle. Jo, ich bin jetzt quasi schon seit 2 Stunden dabei. Viel kommt jetzt nicht mehr. Es ist so die letzten 20 Minuten ungefähr. Aber schön, dass du da bist. So. Dusty, du hast es geschafft. Ah ja, du weißt schon Bescheid. Okay, gut, damit haben wir den nächsten Baal überzeugt. Okay, ich weiß gar nicht mehr. Also wir haben jetzt Balnamib schon mal geschafft. Wir haben den hier. Wie sieht's denn mit den anderen Bals aus? Ach genau, ich muss mal zu den Krautstampfern zurück. Beziehungsweise nicht zurück, da war ich noch gar nicht. Die Leute, die das Kraut hier stampfen, um den leckeren Shisha-Tabak herzustellen, quasi, die befinden sich da hinten um die Ecke. Da laufe ich mal fix hin. Dort gibt's den nächsten Meister, dem ich allerdings etwas geschickter entgegentreten muss, denn den darf ich nicht gleich anquatschen. Das würde sonst zu Problemen führen. So, schauen wir mal. So, so. Ja. Also jetzt hier geradeaus und da links. Ich hab's echt noch drauf, mich hier zu orientieren. Ich bin echt sehr, sehr zufrieden mit mir. In den Sumpf möchten wir nicht rein, das sind irgendwo Sumpfhaie, die machen uns das Leben zur Hölle. Oder die, kurz gesagt, die beenden unser Leben, wenn wir denen zu nahe kommen. Da machen wir auch noch keinen Schaden. Das wird nix. Genau. Shisha ist immer gut. Oh, Niras, hallo. Wer bist du denn? Möchtest du mit mir reden? Er hat eine Stahlzunge, tolle Waffe. Hey. Hi. Hi. Ich bin neu hier. Der Schläfer sei mit dir, Fremder.
Was kannst du mir über diesen Ort sagen? Dich erleuchten. Gumo sind die wichtigsten Leute hier. Sie verbreiten die Lehre des Schläfers und teilen den Novizen die Visionen unseres Meisters mit. Er selbst ist natürlich viel zu... Ja, ja. In Tagen spricht er auf dem Tempelplatz zu... Das weiß ich doch, Nyras. Und was sagt... Der Schläfer weist uns unseren Weg, aber davon versteht ein Ungläubiger... Ach Mist, ich hab die falsche Gesprächsoption genommen. Verdammt! Nicht richtig aufgepasst. Naja, was soll's, das passiert. Gorim Bal-Orun. Und den darf ich nicht ansprechen, das sieht man dem auch schon an. Hi, ich bin neu hier. Nee, das sollte ich aber nicht sagen. Wir reden mal mit Gorim. Hallo, Gorim? Juhu. Komm schon. Red mit mir. Red mit mir, Alter. Das ist das Problem, wenn die ihrer Arbeit nachgehen, kann man die immer nicht so richtig ansprechen. Jetzt, schnell, schnell. Ja, okay, ich hab ihn. Hey. Hi, wie sieht's aus? Ich bin total fertig, Mann. Ich arbeite jetzt schon seit 2 Tagen ohne Pause. Harlock sollte mich längst abgelöst haben. Es ist immer dasselbe mit dem Kerl. Er liegt bestimmt noch in seiner Hütte und pennt. Wieso gehst du da nicht zu ihm und trittst... Ich kann hier nicht weg, solange Bal-Orun die Aufsicht hat. Die Arbeit muss getan werden. So oder so. Aber du könntest für mich zu ihm... Ja, sag ihm, nicht so. Er soll seinen... Ja, das machen wir natürlich. Kein Problem. Hast du das auch selber mal gespielt, Erik? Also, ich habe das ja früher auch bei meinem Bruder erst gesehen, dieses Spiel. Der hat es damals angefangen und ich dachte mir so, oh, ist das geil. Und hab's dann aber bestimmt erst ein halbes Jahr später angefangen, weil ich mich irgendwie nicht so richtig rangetraut habe. Keine Ahnung warum, ich dachte mal so, die Steuerung ist viel zu kompliziert, aber in Wirklichkeit ist es ja voll easy. Man läuft ein bisschen rum, man hat eine Hand frei dabei, ein bisschen Steuerung dazu noch drücken und damit ist eigentlich das meiste schon geschafft. Jo, also ich habe mich damals echt ein bisschen, naja, dämlich angestellt. So, okay. Nochmal den Weg zurück. Ich habe auch früher mich ja nur verlaufen in diesem Lager. Ich weiß jetzt noch ganz genau, wie ich das als kleiner Stüppi gespielt habe und wie ich dann ständig hier herumgeirrt bin, irgendwelche Leute gesucht habe, irgendwelche Gegenstände gesucht habe und Stellen und Hütten und ach Gott, ich habe mich nur verlaufen und mittlerweile, wenn ich nicht gerade wie jetzt mal aus Versehen in den Sumpf rein rutsche, dann kenne ich den Weg in- und auswendig. Ist einfach alles easy. Aber die Erinnerungen, ach, das ist schon wirklich eine coole Zeit gewesen damals. So, zu Fortuno muss ich. Den kann ich mir bei dem noch eine Portion Sumpfkraut abholen? Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Die hatte ich heute schon, ne? Du hattest deine Tagesration. Ja, ist ja gut, da komme ich morgen nochmal. So, jetzt muss ich mal speichern, denn ich muss jetzt Harlock ein bisschen in den Arsch treten. Boah, gecheatet bei dem Spiel, das kannst du doch nicht bringen. Also Leute, cheaten bei dem Spiel, es ist ja so schon leicht genug. Eieiei, ja, ist egal. Natürlich hat man das früher mal gemacht. Mich. Was? So, ja, für die Leute, die das jetzt auf YouTube sehen, nicht wundern, ich rede mit den Zuschauern im Stream. So, schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern. Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern. Oder es gibt Saures. Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. Wie wär's, wenn du mal meine Axt zu spüren bekommst? So. Ein klarer Sieger, würde ich sagen. Easy. So, was hatten wir? Da hat nix dabei, ist ja gemein. Dann werde ich jetzt gleich mal ein kleines Schläfchen hier machen. Mich ein bisschen ins Bett des Fremden legen. Und ja, dann ist wieder hell. Dann ist wieder meine HP wieder vollgefüllt. Aufgefüllt. Und der gute alte Harlock wird jetzt zur Arbeit geschickt. Du brauchst nicht wegrennen. Hä? Rennt er nicht weg? Was ist mit dem falsch? Oh, diese Bugs in diesem Spiel. Jetzt müsst ihr mir hinterherlaufen, oder was? Das ist doch... Oder rennt er jetzt... Nee, der rennt zu seiner Arbeit, oder was? Der rennt zu seiner Arbeit, ist ja geil. Also das wäre zumindest plausibel für mich. Das ist ja cool, das habe ich ja so noch nie gesehen. Hey, komm, Harlock, wir machen ein Wettrennen. Oh, nee. Jojo, mache ich natürlich. Ich bin immer voll dabei. So, da sieht man Harlock wegrennen. Ich hoffe mal wirklich, dass er... Wo rennst du hin? Du musst nach links. Rennt er aus dem Lager raus? Alter, wo will der hin? Ah, oh, so ein Depp. Gut, dann werde ich mal so lange einen anderen Quest angehen. Der hat sich ein bisschen hat sich ein bisschen verabschiedet. Eigentlich müsste der zu den Krautstampfern. Naja, ich hoffe mal, dass ich den dann wieder anquatschen kann. Ich habe gerade irgendeinen Bug ausgelöst, indem ich ihn verkloppt habe und direkt ins Bett gelatscht bin.
Ich kann erstmal zu Fortuno gehen und mir ein bisschen Kraut abholen. Ja, ansonsten keine Ahnung, was ich noch machen soll. Es ist ein bisschen verwirrend gerade, dass es hier, dass der weggerannt ist. So. Ja, Quatsch. Das passiert. Sitzt der jetzt hier? Das kann ich da. Ich muss ihn verkloppen. Komm her. War doch klar, dass das Ärger gibt. Was ist denn mit dem falsch? Ich kann den auch nicht mit dem Bogen abschießen, dann stirbt er nämlich. Hallo? Ey, der verarscht mich. Ich kann. Was soll denn das? Das ist doch nicht der Ernst, ey. Komm. Ach, Mann. Der kleine Penner, der rennt von mir weg. Ist doch nicht ernst. Was soll der Scheiß? Fällt der jetzt runter bestimmt, oder? Nee, der geht hoch, alles klar. Ich muss aufpassen. Wo ist der hin? Besser verarscht mich. Ich gehe am Stock. Hallo? Wo ist denn der? Dann gehe ich halt erstmal zu Korkalon. Ansonsten müsste ich dann mal das Spiel speichern und kurz laden. Sowas hilft meistens, um solche komischen Fehler zu beheben. Ach, hier ist er. Die Waffe weg! Die Waffe weg! Ja, ja, ist ja gut. Dein Glück, aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Mann, ey, so ein Penner. Komm, 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 komm. Ich bin viel zu langsam hier unten. Ehe ich unten bin, ist der wieder über alle Berge gerannt. So, runter da. Ja, da ist er weg. Okay, wisst ihr was? Ich gehe jetzt schlafen nochmal. Ich werde jetzt mal kurz das Spiel neu laden, nachdem ich geschlafen habe. Denn irgendwie... Oder ich versuche hier nochmal eine runterzuhauen. Das würde ja schon genügen. Keine Panik. Hast gewonnen. Was hast du mit der Waffe vor, Mann? Suchst du wieder Streit? Jetzt geht's. Okay, super. Komische Sache. Na, äußerst hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Du verdammter Mistkerl, wieso misst du dich überhaupt in unsere Angelegenheit? Weil du Kameradenschwein bist, Mann. Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Ich will dich einfach stampfen sehen. Mach endlich. So, okay. Dann werden wir jetzt zu dem Kumpel gehen, zu Gorim und ihm von diese guten Nachrichten überbringen. Da rennt der jetzt schon wieder rum. Ah ne, alles prima. Der wollte nur zu seiner Unterrichtsstunde zu Balkadar und hat das natürlich in der schnellsten Art und Weise versucht. So. Okay. So langsam bin ich dann auch schon wieder fertig mit der Folge. Dauert nicht mehr lange. 5 Minuten, denke ich, haben wir noch. Dann sollte das passen. Wir gehen jetzt noch fix zurück zu den Krautstampfern. Dann werden wir die Aufgabe bekommen, dass wir Kraut sammeln müssen im Sumpf. Und das ist eine richtig lästige Aufgabe, die ich dem Zukunftsrikus in die Schuhe schiebe. Das heißt, ich werde mich jetzt nicht drum kümmern, sondern das mache ich beim nächsten Mal in der nächsten Folge. In der nächsten Streamaufnahme vor allem. Wir reden jetzt mal kurz mit dem guten alten Gorim eigentlich. Ach ne, der ist jetzt hier. Okay, der ist weg. Ich habe mit Gorim. Sehr schön. Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt und deine Sache war gerecht. Darum habe ich dich für eine besondere Aufgabe erwählt. Korkalom braucht dringend neues Sumpfkraut für sein Experiment. Unsere Sammler im Sumpf arbeiten Tag und Nacht. Gehe zu ihnen und bring ihre gesamte Ernte zu Kalom ins Alchemielabor. Jetzt darf ich allerdings nichts sagen, das ist sehr wichtig, das ist der eine Ball, der mich anspricht, aber mir noch nicht erlaubt hat, ihn anzusprechen. Und deswegen muss ich hier sagen, ne? So, das heißt, ich habe jetzt die Aufgabe bekommen, ich darf das Kraut sammeln. Das würde ich allerdings gern, die Sumpfkrauternte, auf die nächste Folge verschieben. Oder gehe ich schon mal los zumindest? Ach, was soll's. Wir können ja mal schauen, ob ich schon irgendwas finde. So, ich muss noch ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht den Sumpfhain in die Arme laufe. Denn das sind ziemlich gemeine Biester. Und die sind mir zu stark. So, wir speichern nochmal. Immer schön safen, damit hier nichts fehlt. So, Baal Netbeck, wer bist du denn? Wer bist du? Ich bin der Guru. Ich bin der Guru des Sumpfes. Meine Diener nennen mich Baal Netbeck. Diener? Ich sehe keine Diener. Sie sind ja überall. Die Bäume. Sie wandern und springen und tanzen. Ach so, na, ich gehe dann mal wieder.
Warte, du kannst mir helfen, diesen Sumpf in eine gigantische Blumenwiese zu verwandeln. Alles klar, du Hippie. Fang am besten schon mal damit an. Ich komme dann später wieder. Ich glaube, der Kerl bringt mich nicht wirklich weiter. Was für eine Erkenntnis. Okay, gut, ja, da die Sumpfkrauternte nicht ganz so wild ist, würde ich sagen, wir fangen schon mal an, hier ein paar von diesen wunderbaren Heilpflanzen einzusammeln. Das normale Sumpfkraut nehme ich nicht mit. Das können die anderen ernten. Das brauche ich nicht selbst machen. So, aber die Heilkräuter, die sind sehr gut. Die sind gesund. Die nehmen wir mit. Gerade später sind die dann auch das richtige Heilungsmittel, um die HP wieder aufzufüllen. Denn das normale Zeugs wird dann irgendwann nicht mehr reichen. Also so Pilze und so ein Scheiß. Also das Sklavenbrot, ja. Die Höllenpilze, damit kommt man dann irgendwann nicht weiter. So, wer bist du? Hallo. Balor, okay. Balor. Balorun schickt mich. Ich soll hier alles Sumpfkraut abholen. Gut, dann muss ich nicht selber laufen. Hier, nimm. Vergiss nicht zu Viren auf der anderen Seite vom Sumpf zu gehen, wenn du nicht schon da warst. Sonst könnte deine Lieferung ein bisschen mickrig ausfallen und alle würden denken, du hättest die Hälfte verhökert. Alles klar. Wem sollte ich das Kraut denn schon verhökern? Oha. Ich hab dich auf Ideen gebracht, ha? Nein. Vergiss es. War nur so ein Gedanke. Immer tüchtig weitersammeln. Na klar. Was denkst du denn, was ich hier mache? Mir die Eier schaukeln? So sieht's aus. So, dann müssten wir jetzt im Prinzip noch auf die andere Seite des Sumpfs. Und der Weg dahin ist nicht ganz leicht. Ich bin auch immer nicht ganz sicher, wo ich lang muss. Und ich muss auch mal aufpassen, dass hier mal keine Sumpfhaie entgegenkommt. Das sind die bösen Viecher. Oh mein Gott. Die Teile, die machen einen durchaus ein bisschen Angst. Es gab auch, glaube ich, noch jemanden, der in so einer Hütte hier drin steckte. Und den man da rausbringen muss irgendwie. Aber das ist jetzt nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt dafür. Denn dann sterbe ich. Das heißt nämlich, man müsste an diesen Sumpfhaien sehr nah, an diese Sumpfhaie sehr nah rangehen. Und das ist keine gute Idee, ganz sicher nicht. Die sind selbst im dritten, vierten Kapitel des Spiels noch nicht unbedingt die richtigen Gegner. Also, wir sammeln hier ein paar Heilkräuter ein, versuchen mal noch die anderen Krautsammler zu finden. Da hinten ist wieder mal ein kleiner Grafikglitch. Das ist aber immer so bei Gothic. Also diesen Glitch da hinten gibt es immer. Das hat nichts mit mir zu tun. Habe ich noch niemals gesehen, dass dieser Glitch nicht da war. Also von daher, egal. So, hier sind eine ganze Menge Blutfliegen, wie es aussieht. Und irgendwo hier hinten müssten auch die Sammler sein. Folgendes. Ich werde jetzt... Ach, da ist ein Fall. Da rückt mir aber richtig auf die Pelle, oder? Ich werde jetzt mal darüber gehen. Nein, hier kann ich nicht rübergehen, oder? Verdammt, ich muss hier irgendwie vorbei. Ich speichere mal lieber. Hier ist echt viel Party Hard gerade angesagt. Ich würde mal gerne mit den Sumpffliegen, sage ich schon. Blutfliegen schon mal kämpfen. Aber... So, den hätten wir. Sehr gut. Den kleinen Burschen. Und die zwei hier unten, die können wir auch noch platt machen. Die anderen hebe ich mir für später auf. Sehr gut. So, 70 Erfahrung, das ist so viel für den Anfang. Und die Flügel nehmen wir natürlich auch mit. So, die anderen Sumpfkraut-Sammler sind da hinten. Da gehen wir jetzt hin. Und die wollen dann nämlich von uns eine kleine Gegenleistung, bevor ich hier das Sumpfkraut wegschleppe, wollen die noch eine kleine Aufgabe erfüllt haben. Und was das zu bedeuten hat, was die von mir wollen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Okay, gut, das soll es also heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Was tue ich hier eigentlich? Rikus! Rikus! Schneid das raus! Das war's für heute wieder mit Gothic. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr euch gerne ein wenig auf der Endcard umschauen. Ich habe euch hier ein paar Videos verlinkt und hier habt ihr auch die Möglichkeit, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst und immer auf dem Laufenden seid. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.